Dankeschön. Gerne. So, liebe Leute, macht es euch schon mal bequem. Ich werde euch in diesem Video hoffentlich sehr, sehr spannendes Material liefern, denn ich werde mit euch das erste Mal ein Lastenrad testen, und zwar ein E-Cargo-Bike, wenn man so möchte. Ich werde jetzt hier die ersten Meter auf jeden Fall erstmal herausschieben, denn ich will die ersten Sekunden auf dem Ding hier direkt mit euch live erleben. Dazu brauche ich aber erstmal eine ruhigere Location, und mir fällt gerade ein, warum nutze ich denn nicht direkt mal den größten Vorteil von so einem Lastenrad? Und zwar, ich brauche die Last doch gar nicht auf dem Rücken zu tragen, sondern ich kann hier einfach die Klappe öffnen und meine Last einfach erstmal hier rein tun. Und so schiebe ich dann jetzt mit euch, zack, Ständer umgeklappt, einfach erstmal zu einem ruhigeren Ort. So, wie ihr unschwer erkennen könnt, Leute, befinde ich mich jetzt in dem Ladebereich dieses E-Cargo-Bikes. Und zwar, Leute, wo soll ich hier anfangen? Befinde ich mich genau genommen in einem Load 460 von Riese und Müller. Wer mich schon meinen Kanal kennt, weiß, dass ich auf die Bikes von denen schon ultra lange Bock habe. Von daher ganz, ganz großes Dankeschön an Riese und Müller dafür, dass ich halt die Chance habe, ja, meine ersten Erfahrungen mit einem E-Lastenrad, mit einem E-Cargo-Bike in einem, wie soll man sagen, in einem Porsche zu beginnen. Zumindest qualitativ gesehen kann man die Bikes von Riese und Müller auf jeden Fall so in dieser Sphäre einordnen. Ja, symbolisch gesehen passt das nicht ganz so gut, weil Autos interessieren mich in der Regel eigentlich nicht die Bohne. Je nachdem, wo wir jetzt anfangen, kann ich euch schon mal sagen, dass ich mich hier gerade auf einem Long John Cargo Bike befinde. Sprich, die Last, in dem Fall jetzt mein Körpergewicht, befindet sich halt hier vorne im vorderen Bereich. Es gibt auch Modelle, und zwar die Long Tails. Da kann man die Last quasi dort hinten platzieren, sprich hinter dem Sattel. Das hat alles Vor- und Nachteile, werden wir alles in diesem Video ausführlich mal beleuchten. Und das Schöne ist auch, Riese Müller hat mir das Bike nicht nur für ein paar Tage zur Verfügung gestellt, sondern ich kann hier mehrere Wochen dieses Bike hier ausführlich testen. Ich werde mit euch erstmal gleich technisch ein bisschen was durchgehen und dann auch einfach mal meine ersten Fahreindrücke festhalten, denn ich bin noch nie mit so einem Ding gefahren. Es ist auf jeden Fall gerade schon mal komisch gewesen, als ich das Ding geschoben habe, ne, hier von diesem Lenkwinkel her. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Man sieht nämlich im Prinzip auch nicht so richtig das Vorderrad, zumindest wenn man hier die Plane nach oben geklappt hat. Aber ich mache mal hier nur mal ganz kurz so, ne, wenn man dann hier so fährt, das sieht man erstmal nicht so richtig. Das Einzige, was man hier sieht, ist ja hier der Scheinwerfer von Supernova. Leute, da ganz kurz ein Wort zu. Ich habe gerade gesagt, das ist vergleichbar so in der Kategorie Porsche. Das spiegelt sich natürlich auch preislich wieder. Von daher, das ist natürlich auch erstmal ein großer Kritikpunkt, den ich hier ganz klar mit euch kommunizieren will. Die Dinger von Riese Müller, die sind einfach teuer. Dafür bekommt man einfach auch was ultra hochwertiges, denn man darf nicht vergessen, es gibt nicht viele Cargo-Bikes, die eben auch mit einer Vollfederung ausgestattet sind. In dem Fall hier von Riese und Müller, sie nennen das Control Technology. Ja, das scheint ein sehr, sehr komfortables Fahren zu sein, gerade auch mit dem Gelsattel hier, dem Ganzen gehen wir gleich mal auf den Grund. Und Leute, keine Sorge, ich werde jetzt nicht nur noch positive Dinge aufzählen, die natürlich zahlreich vorhanden sind bei einem so teuren Lastenrad, sondern ich werde mich natürlich auch auf die Suche machen nach den Dingen, die nicht so gut sind. Ihr müsst auch wissen, zwischen Riese und Müller und mir gibt es keine inhaltliche Absprache, sprich, ich muss kein Skript runterbeten und bin in der Erstellung des Videos einfach komplett frei. Das für euch einfach als Hintergrundwissen, ich denke, das ist wichtig für euch zu verstehen. So, haben wir das auch geklärt. Wir machen jetzt Folgendes. Ich werde euch jetzt hier vorne festmachen und dann geht es auch los auf die ersten Meter. Und zwar werde ich jetzt hier eben die Sachen reinschmeißen, Leute, in diesen riesengroßen Laderaum. Dazu nochmal ganz kurz hier den Brustgurt nehmen, damit ihr auch eine bessere Sicht gleich habt vom Fahren. Jäckchen an, Helm auf und dann rollen wir einfach mal los. So, Kamera 1 an, Kamera 2 an, Kamera 3 an und jetzt, Leute, geht es los bei den ersten Meter mit einem E-Cargo-Bike und ihr seid in diesem Video live mit dabei, freue ich mich mega drüber. Das Ganze kriegt man natürlich erst einmal in Gang, indem man das von dem Ständer hier herunterbockt. Das sieht vielleicht etwas wild aus, ist aber easy going, ich muss da nur so ein bisschen nach vorne wippen und zack, das Ding klappt wieder ein. Jetzt starten wir das Bosch Smart System. Ich habe schon hier drauf gedrückt
Und zwar hier, ne, zack, jetzt geht diese Remote hier an, diese LEDs. Man kann das Ding auch fahren ohne ein Display hier. Man kann auch einfach hierüber dann die Unterstützungen, soweit ich das weiß und in Erinnerung habe, nutzen. Und man braucht gar kein Display. Aber natürlich mit so einem Display hier an der Stelle, übrigens das Kiox 300, ist das natürlich eine feine Sache. Ich habe jetzt auch übelst Bock, mal mit einem Bosch-System unterwegs zu sein. Bin ja sonst immer Yamaha-Systeme gewohnt. Jetzt höre ich auf zu schwafeln und werde mich einfach jetzt draufsetzen, voller Euphorie, ein wenig nervös auch, und losfahren. So, wir fahren mal los, auf welche Unterstützung. Hier geht das hoch, Eco, Auto, Sport, Turbo. Komm, wir fangen mal hier entspannt an. Erstmal auf Eco. So, jetzt geht los. Ich bin noch keine einzige Sekunde gefahren und hier in Köln-Nippes soll es jetzt soweit sein. Erstmal geht es hier los. Ne, es geht nicht los. Warum? Weiß ich nicht, vielleicht habe ich einen viel zu hohen Gang drin. Hier auch übrigens schaltbar mit einer Enviolo-Nabenschaltung. Flaches Gelände, ist eigentlich richtig eingestellt. Klingelt, tut es auch. Und jetzt fahren wir mal los. Aber es kühlt nichts. Irgendwie. Krass, ne, es kühlt gar nichts. Oder ist das Ding noch gesperrt? Off, Eco, Auto. Gut, komm dann, vielleicht will das Ding auch, dass ich direkt in Sport losknalle. Weiß ich ja nicht. Probieren wir jetzt mal. Oh! Kühlt was? Irgendwie weiß ich es gerade noch nicht. Ne, die Motorunterstützung ist nicht an, oder? Doch, doch. Sie ist an. Okay, okay. Ich habe jetzt für den allerersten Eindruck, wenn ich ehrlich bin, mehr erwartet. Sag einmal hier vorsichtig, vorsichtig. Fahren wir hier auf die Straße. So, und jetzt. Boah, es ist so hart ungewohnt gerade. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe das Gefühl, ich habe hier einen falschen Yang drin. Aha. Ja, okay. Ach, logisch, ich Idiot. Ich habe natürlich hier auch einen viel zu hohen Gang drin gehabt. Muss jetzt immer hier rechts ranfahren, weil die vordere Kamera da unten gleich verschwindet oder runterfällt. Ich sortiere mich hier erstmal. Bei der Filmerei kühlt immer alles anders, als man denkt, Leute. Also, das hier kann ich erstmal vergessen, das wackelt zu doll, rutscht immer wieder runter, aber macht ja nichts, kann ich ja einfach hier verstauen. So, und jetzt mache ich nochmal die andere Kamera an und dann fahren wir mal auf dem richtigen Gang los. Ich hatte natürlich das komplett falsch eingestellt. Zack, 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 zack. Ich kann natürlich nur sehr, sehr schwer losfahren, wenn ich hier auf diesem Gang quasi losfahre. Das ist, wenn man schon 25 km/h oder was schnell ist und dann auf einer Geraden fährt. Ich muss natürlich erstmal etwas mehr in Richtung hier Steigung beginnen. Also auf ein neues und los geht es. So, ja, jetzt merke ich auch direkt Power. Ich habe mich schon direkt gewundert, warum da nicht direkt mal volle Wumme Unterstützung kommt. Ich bin halt ja gewohnt vom E-Bike, dass das eben auch Power liefert. Ne? Umso mehr Spaß macht das natürlich. Jetzt muss ich mich erstmal daran gewöhnen, dass man eine völlig andere Fahrgeometrie hat. Bin ja auch schon wieder nicht in der besten Ecke unterwegs. Da soll man hier Evans überholen. Dann fahren sie vorbei. Danke. Wow! Boah, Leute, da muss man echt hier im Blick halten, dass man jetzt hier vorne so ein langgezogenes Ding in hier hat. Ne? Da muss man sich auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen. Ich biege jetzt hier auch, glaube ich, mal ab. Ne, darf ich nicht. Verdammt. Oh! Vorne rechts vor links. Ich muss mich hier auch noch die Regeln halten. So, hier habe ich direkt mal Schlaglöcher ohne Ende. Die kann ich direkt mal testen. Man merkt nämlich nichts davon. Jetzt hier mal so ein paar Hubbel, ein paar Pflasterflächen. Hier nochmal was stärker. Komm, hier fahren wir auch noch drüber. Jawohl. Du merkst einfach nichts. Das ist zu krass. Ich liebe vollgefederte Bikes, ne? Ich muss mich nur echt heftig daran gewöhnen, ja, dass das hier vorne so ein langes Ding ist. Ne? Das ist, das musst du im Blick halten. Mit der Quatsch und Filmerei hier. Hier, jetzt fahren wir hier nochmal drüber und bam, du merkst ja nichts. Das ist ja unfassbar. Leute, ich werde auch mit meiner Euphorie natürlich irgendwann auch etwas sparsamer umgehen und das Bike auch etwas nüchterner testen. Ne? Also keine Sorge, dass ich jetzt hier nur rumschreie und euphorisch bin, aber das macht halt einfach Bock, ne? Wenn man die ersten Meter damit fährt. So, jetzt hier aber rechts vor links, kein Problem. Und jetzt gebe ich mal hier ein bisschen Gummi. Boah, es ist einfach krass, ne? Es macht Bock.
Ich werde das Ding auch hier komplett vollladen, mit allem belasten, was geht, und dann damit mal unterwegs sein. Denn das ist natürlich auch dafür ausgelegt, dass man nicht nur alleine damit fährt, logischerweise, sondern eben Lasten transportiert. Ne? Entweder Kinder, dann aber mit Kindersitzen und so weiter. Oder halt einfach Wasserkisten, Bierkisten, keine Ahnung, was auch immer. Und ja, dass man dann damit eben diesen Bike hier Lasten von A nach B bringt. Jetzt biegen wir mal eben hier ab und fahren, ey, butterweich, voll krass einfach nur. Ich kann es nicht anders sagen. Aber ja, von dem Lenkwinkel gewöhnungsbedürftig. Ich fahre jetzt mal hier so ein bisschen was schärfer um die Ecke. Jetzt mal hier so richtig scharf. Mit einer Hand ist halt auch schwierig, ne? Ich tue mal eben mein Handy weg. So, Hände frei, vielleicht ist das auch nicht verkehrt. Jetzt ich hier nochmal eben etwas Gummi. So, jetzt könnt ihr mal so sehen. So sieht das jetzt hier aus. Ich mache die Kamera nochmal etwas weiter nach oben. Boah, man muss sich echt darauf konzentrieren und beachten, dass man halt einfach nicht mit normalem Fahrrad unterwegs ist, ne? Ich gehe jetzt hier mal so ein bisschen in die Kurven. Das schwankt auf jeden Fall alles. Beziehungsweise, das heißt, es schwankt, aber man, ja, diese Lastverteilung hier. Ich mache ein bisschen stärker. Ich habe natürlich auch keinen Bock, mich mit diesem flammneuen Testbike hier mal auf die Nase zu legen. Das muss ja nicht unbedingt sein, oder? Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Kann ich mir die nächsten Räder eventuell sogar direkt abschminken, weil ich das hier kaputt zurückbringe. So, jetzt fahren wir hier lang. Mal gucken, wie wir hier jetzt durchkommen. Oh, da sind Häschen. Direkt vor der Nase hier. Habt ihr das gesehen? Okay. Boah. Ja, ja, ja. Hier komme ich noch ganz gut rum. Boah, übelst ungewohnt. Jetzt habe ich ja den falschen Yang drin. Ich muss hier erstmal parat kommen. Das sind zu viele Sachen hier gerade auf einmal. Jetzt fahren wir hier den Bordstein runter. Oh, ey, du merkst einfach nichts. Jetzt gucken wir mal, wenn ich jetzt hier wenden will. Ne, hinter mir könnte ein Auto. Ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Gerade hier in der Kurve. So, hier schalten, easy going in YOLO-Schaltung. Easy für den Stadtverkehr. Jetzt wird es ein bisschen was lauter vom Wind her. Ich hoffe, das geht. Und ja, hinter mir ist schon wieder ein Auto. Und zwar ein Porsche. Haben wir vorhin noch drüber gesprochen. Den soll er mal hier eben überholen. Dann macht er auch. Ah, hätte er doch nicht jetzt machen sollen. So. Dann drehen wir jetzt einmal. Einmal wenden. Boah, krass. Also, falls ihr jemals mit einem E-Cargo-Bike unterwegs seid, nehmt euch erstmal ein ruhiges Plätzchen und übt erstmal. Weil es ist komplett ungewohnt. Das mache ich mal ein bisschen so. Ich halte jetzt auch nur mal wirklich die ersten Sekunden hier fest. Zack, schalten, drehen. Das ist hier auch stufenlos. Ne? Das sind jetzt nicht einzelne Gänge, sondern das kann man hier eben stufenlos machen. Boah, ich habe es. Also Leute, ich muss mich erstmal daran gewöhnen. Ne? Jetzt wackeln wir mal hier so ein bisschen. Alles ein bisschen Spielerei. Jetzt gucken wir mal, wie leicht wir hier hochfahren können oder ob ich irgendwo gegen knalle. Oh! Ne, das läuft. Das Schöne ist natürlich, ich habe den ersten Rücken frei. Ne? Und ich sehe am Horizont ziehen schon wieder Regenwolken auf. Ich mache mich am besten erstmal auf nach Hause. Lass die ersten Eindrücke erstmal etwas sacken. Und ja, hier freihändig fahren. Easy, Leute. Ne? Empfehle ich aber nicht. Rote Ampel. Halten wir doch hier mal ganz vorbildlich an. Ne? Wie sich das gehört. Und grün. Ich will noch einmal den Turbo-Modus für heute testen. Boah. Okay, man muss wirklich bei der Sache sein. Jetzt kommt mir hier einer entgegen, dann fahren wir hier lang. Jetzt schalten wir hier nochmal hoch. Einmal auf den Turbo-Modus, komm. Einmal auf den Turbo-Modus. Ich drehe hier immer falsch rum, ne, bei dieser Endiolo-Schaltung. So. So gehen halt die Gänge hoch, aber ich ziehe das zu mir und sprich runter. Deswegen denke ich irgendwie, das ist andersrum der Fall. Jetzt bin ich auf Turbo. Jetzt kommt richtig Stuff. Jetzt muss ich aber auch ein bisschen aufpassen hier. Zack, zack, zack. So, hier an der Ampel drücken, wenn dann jetzt hier ein Schalter vorhanden wäre, wäre gar nicht so einfach. Da komme ich nämlich nicht so richtig dran, obwohl doch, geht. Zählt noch. Was noch interessant wird, wo du das Ding dann letztlich abstellst. Ne? Das nimmt natürlich einiges an Platz auch ein. Ne? Boah, mal sehen. Das sind alles so Punkte. Ne? Auch hier so den Radweg freizuhalten, ist gar nicht so easy, ne? Da muss man immer so ein bisschen vorausschauend auch fahren. Ich meine, da würde ich auch noch hinpassen, aber ja, muss man halt immer so seinen Platz finden. Man ist halt insgesamt dann doch natürlich einfach großflächiger unterwegs, ne?
So, weiter geht's. Erzähl mal hier einen der größten Vorteile, liebe Leute. Und zwar steht man mit dem Dingen nicht im Stau. Danke. Hier ist nämlich immer Stau. Jetzt kannst du hier einfach entspannt vorbeiradeln. Ist das herrlich. Hier noch eine gute Tat zum Ende des Tages. Sorry, sie haben ihre Mütze verloren. Oh, das war... Ah. Gerade gesehen, super, zufällig. Dankeschön. Gerne, gerne. Ah. Schönen Tag dann. Gerne, ciao. Ah, Leute, so ganz Feierabend ist noch nicht, denn ich muss das Ding ja auch einfach noch verstauen. Und das ist wahrscheinlich der zweite große Kritikpunkt oder die zweite große Sache, die ja nicht so einfach ist. Ne? Wo ich erstmal aufräume, habe ich irgendwie gar nicht so dran gedacht. Also, wir halten fest, wenn ihr ein Cargo-Bike habt, braucht ihr auch einen guten Stellplatz, eine gute Möglichkeit, das Ding vernünftig zu parken. Und ich habe es hier auf jeden Fall nicht ganz einfach, aber ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie hinbekomme. So Leute, jetzt bin ich mal gespannt wie ein Flitzebogen. Ne? Das muss hier reinpassen. Ne? Ich habe keine Chance. Als ob ich hier ein Testfahrrad irgendwie draußen stehen lasse. Nur, dass ich jetzt da nicht um die Ecke komme, das ist natürlich klar. Aber ich hoffe so ein bisschen, so habe ich mir das jedenfalls gedacht, dass ich das jetzt hier etwas anheben kann, weil es ist auch gar nicht so schwer, wie es aussieht. Wiegt ungefähr 35 Kilo, aber das gibt jetzt trotzdem erstmal ein Problem. Sehe ich schon. Mal gucken, ob ich das gut gelöst kriege. Boah, ich kann jetzt hier auch keine Lackschäden reinmachen. Das geht aber schneller, als man gucken kann, glaube ich, ne? Kannst du vergessen. Wenn ich das jetzt hier so hochhebe. Hey Leute, ich hole jetzt erstmal eine Decke. Liebes Riso-Müller-Team, bitte seht mir nach, falls ich doch einen da reinmache. Ich habe mich bemüht, hier keinen reinzumachen. Gerade hier unten an diesen matten Lack, ne? Da will ich halt keinen Schaden verursachen. Irgendwie hinten hochheben? Nee. So, jetzt komm. Komm, komm, komm. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich habe da ein bisschen zu früh aufgegeben. Ich probiere das einfach hier rückwärts. Gut ist, dass es wirklich nicht so schwer ist. Der Tür jetzt hier. Und dann steht ihr da. Könnt ihr mal auf den Weg gehen? Hier ist das Baby. Wenn das Video bis hierhin gut geworden ist, dann werdet ihr nicht festgestellt haben, dass bis jetzt bereits 18 Minuten vergangen sind. Wir werden das Video jetzt so auslaufen lassen, dass ich euch in einem Voice-Over nochmal ganz nüchtern und etwas rationaler die wichtigsten Punkte von meinem ersten Eindruck zu diesem Cargo-Bike hier festhalten werde. Im nächsten Schritt, wenn ihr noch am Start seid, dann nächste Woche gibt es ein Video, wo ich euch quasi mit auf Tour nehme und dann werde ich mit diesem Load 460 von Riese und Müller hier einfach mal auf ein richtig fettes E-Bike-Abenteuer gehen. Okay, dann folgt jetzt nach einigen Testtagen aus meinem Alltag ein erstes Zwischenfazit zum Thema der E-Cargo-Bikes. Leute, ich habe das Ding immer mal wieder in meinen Alltag integriert und einfach versucht herauszufinden, ob so eine Art von Fahrrad etwas für mich ist. Das bedeutet, ich habe jetzt hier ganz praktisch, so wie wir das alle machen müssen, mal Altglas weggebracht, habe ich immer wenig Bock drauf. Ja, dann noch ein paar Pfandflaschen, die übrig waren. Ein Paket musste noch weggebracht werden. Also Sachen, die man halt in der Regel eventuell dann auch mit dem Auto machen würde, habe ich dann versucht, hier mit dem Cargo-Bike zu machen. Eben den vollen Akku draufgepackt und dann das Presenning, ich glaube, so spricht man es aus, hier eben zugezogen. Ja, das ist so ein Schutz, es ist nur ein mögliches Zubehörteil, es gibt noch andere Teile, aber das ist jetzt hier halt die Variante mit dem Presenning, ist ganz praktisch, da kann man immer mal wieder noch eine Jacke drunter quetschen und ja, ist einfach ganz gut nutzen. Dann habe ich festgestellt, erst einmal als ich dann halt losgefahren bin, mit dem ganzen Gepäck da drinne, dass die Fahrstabilität natürlich eine andere ist, als man die so gewohnt ist von einem normalen Fahrrad. Man muss sich da auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen, weil der Schwerpunkt ist halt einfach nicht irgendwie hinten oder so,
sondern logischerweise vorne. Und das macht sich natürlich beim Fahren bemerkbar, aber ich muss sagen, nach einigen Runden, die ich dann so gedreht bin, wo ich dann den Lenker mal geschwenkt habe nach links und rechts, zum Teil sogar mit einer Hand, weil ich mit der anderen gefilmt hatte, muss ich sagen, liegt das Bike einfach absolut stabil auf der Fahrbahn und vor allem auch im Kurvenbereich hat man nicht das Gefühl, dass man da droht wegzurutschen und wie auch immer. Wenn man in engere Bereiche kommt, wie hier zum Beispiel auf diesem Radweg, wo viele Fußgänger auch entgegenkommen, oder ja, seitlich ja, auf dem Weg eben noch vorhanden waren, dann muss man auf jeden Fall vorausschauend fahren und man muss halt auch immer darauf achten, dass man, wie soll ich sagen, dass man noch genug Platz hat zum Parken. Weil wenn ich jetzt an der Stelle hier noch weiter vorgerollt wäre, dann wäre ich da wieder im Weg für den ja, Radverkehr von der linken Seite und ja, von daher muss man da immer ein bisschen was Acht geben. Das ist mit meiner Laberei und Filmerei dann immer was schwieriger, auch hier jetzt im Bereich der Poller, da muss man halt lieber etwas mal langsamer drauf zufahren und ja, das Ganze nicht überstürzen, weil ja, wie gesagt, das Gewicht ist vorne und das merkt man. Also das muss man auf jeden Fall eventuell auch einfach mal so im Verlaufe des Alltags ein bisschen üben. Dann zum Thema des Sounds, macht euch selber mal ein Bild. Ja, ihr hört, das ist ein etwas schriller und surrender Sound, so würde ich mal betiteln. Etwas helltöniger, vielleicht kann man das so ausdrücken, der hier vom Bosch-Motor, und zwar der Cargoline, generiert wird. Aber das merkt man irgendwann nicht. Generell auch von der Beschleunigung her, klar, je voller ihr das vorne packt, desto mehr desto langsamer läuft die Beschleunigung ab. Aber wenn ihr im Turbo-Modus fahrt, so viel kann ich schon mal verraten, merkt ihr davon nicht allzu viel. Zumal das Bike ja sowieso bei 25 km/h aufhören muss zu unterstützen. Und in meinen Augen reicht die Beschleunigung definitiv aus. Das macht auf jeden Fall richtig Laune, damit unterwegs zu sein. Ja, vor allem in dem Wissen, dass man halt einfach auch Lasten befördert. Das ist irgendwie vom Feeling her einfach super spannend. Und es macht einfach Bock, am Abend damit nochmal eine Runde zu drehen. Nicht ganz so viel Bock macht die Aktion mit der Enviolo-Nabenschaltung hier, wenn man dann steilere Berge oder Hügelchen, wie die hier in Köln nur vorhanden sind, hochfahren muss. Da kommt die Schaltung dann irgendwann auch so ein bisschen an die Grenzen, trotz dessen, dass ich halt im kleinsten Gang gefahren bin und eben auf der Turbo-Unterstützung gefahren bin. Ich bin froh, dass der Berg nicht ganz so hoch war hier in Köln, aber alles hat da eben seine Vor- und Nachteile. Was ich definitiv noch festhalten muss, ist, dass das Bike an sich einfach so einen Hingucker ist. Das sind natürlich Räder, die noch nicht allzu häufig in, ja, in den Alltagen vorhanden sind. Man sieht die Dinger jetzt nicht wie Sand am Meer. Und von daher, wenn ihr damit unterwegs seid, müsst ihr auf jeden Fall immer damit rechnen, dass das Bike Blicke auf sich zieht. Ich hatte dann im weiteren Verlauf meiner Alltagstests das Altglas weggebracht. Und jetzt müsst ihr euch selber mal ein Bild machen. Oh, guten Tag. Was ist denn das? Es gibt Leute, die regen sich darüber auf, wenn man Glas in einen Altglascontainer schmeißt und dann füllt. Darf nicht wahr sein. Dermaßen unfreundlich. Was will ich euch damit zeigen? Ihr stoßt logischerweise, wenn ihr mit dem Lastenrad unterwegs seid, auch auf Menschen, die ja, dem Ganzen nicht so positiv gegenüberstehen. Kommen wir zum Thema der Federung. Ich bin hier über die Bahngleise gefahren, über abgesackte Kanalschächte, Straßenabläufe, Schlaglöcher und so weiter. Und die Federung macht hier einen richtig guten Job. Vorausgesetzt, man hat beide Hände am Lenker. Knapp. Man muss sich einfach immer im Hinterkopf behalten, dass man zwar auf einem Pedelec sitzt, aber eben auf einem größeren Pedelec, ne, was vorne einfach mehr Ladevolumen, Laderaum und Platz einfordert und benötigt. Das merkt ihr natürlich auch, wenn ihr das Bike abstellen wollt. Das ist zum Teil gar nicht so einfach. Hier war jetzt noch mal was Platz. An diesen Fahrradständern hier ja, würde ich das sowieso nicht abstellen. Die sind eh der größte Schrott. Ich hatte dann einfach mal mein Abo-Schloss genutzt und habe das hier an dem Werbetafelpfosten festgemacht. Genauso habe ich dann das Felgenschloss genutzt, wo auch noch eine Schlosskette bedienbar ist, die aber aufgrund des Abstandes jetzt hier gar nicht lang genug war. Von daher, da muss man immer so ein bisschen gucken, wie findet man ja, die richtige Parkmöglichkeit. Hat man das Lastenrad dann einmal in Ruhe abgestellt, dann kann man im Prinzip auch beruhigt einkaufen gehen und sich um die wichtigen Dinge des Lebens kümmern, wie zum Beispiel der Organisation eines Bierkastens. Kann man ja durchaus mal mit dem Lastenrad auch machen. Was an sich auch noch ganz witzig ist, wenn ihr draußen seid, den Sonnenuntergang genießt, man von einer Freundin angerufen wird, sie fragt danach, ob man ein Bierchen trinken möchte und man bringt einfach eine ganze Kiste Bier mit, obwohl man mit einem Fahrrad unterwegs ist. Das war an dem Abend auf jeden Fall ganz nett. Kommst mit ins Video.
Fink mal. Wo muss das da hin? Und wenn man dann im Dunkeln unterwegs ist, dann macht der Vorderscheinwerfer von Supernova sowie das Rücklicht ja einfach einen guten Job. Ihr könnt sehen, wie hell das hier ist. Zumal ich die Fernlichtfunktion, die es auch noch gibt, an der Stelle gar nicht genutzt hatte. Also das passt auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss das Voice-Over doch noch mal kurz beenden. Ich kann doch hier ein Video nicht auslaufen lassen mit einem Voice-Over. Leute, das macht doch viel zu viel Bock, hier während der Fahrt zu erzählen. Und wir machen jetzt Folgendes. Für den ersten Eindruck, würde ich mal sagen, konnte ich schon einige Dinge lernen. Ich hatte einfach eine richtig gute Zeit mit dem Bike. Ich könnte jetzt davon erzählen, dass es total genial ist, dass während der Fahrt die Füße nicht nass werden, obwohl man durch Pfützen fährt. Ich könnte euch noch mal davon erzählen, wie genial es ist, mit so viel Gewicht unterwegs sein zu können. Ich könnte natürlich auch hingehen und ja, etwas negativere Dinge noch mal intensiver beleuchten. Natürlich hat das Ding auch einige Nachteile. Zum einen ist es so ein bisschen die Schlosskette hinten. Die Tasche, die schließt nicht richtig, die wirkt so ein bisschen was ja, minderwertig. Der Sattel ist jetzt auch nicht der absolute Favorite hier für mich. Und es gibt sicherlich noch weitere Dinge, die könnte man in intensiveren Tests mit Sicherheit auch noch mal genauer beleuchten. Aber, Leute, und das ist das Entscheidende, es war eine mega, mega gute Zeit und es hat unfassbar viel Bock gemacht, diese ganzen Dinge einfach so auszuprobieren, austesten zu können und sonst was. Und das Ding ist, das sind ja gerade mal ein paar Teile, die ich hier testen konnte, beziehungsweise nur ein Zubehörteil, denn es gibt noch zahlreiche weitere. Es gibt noch einen Regenverdeck für Kids, es gibt Kindersitze und so weiter. Und jetzt werde ich hier an dem Blitzer wahrscheinlich einmal kurz anhalten, ein letztes Mal durch die Pfützen hier gleiten, das Ding noch einmal parken. Ach, was auch noch cool ist, dass wenn man fährt, dass man quasi vorne so eine Art Sicherheit hat. Bedeutet, man hat so eine kleine Knautschzone, wenn man so will. Ob das jetzt dann wirklich lebensrettend ist, wenn jetzt ein Auto irgendwo rauszieht und man dadurch irgendwie ja nicht so schwer verletzt wird, sei mal dahingestellt. Aber das sind auch noch so Punkte. Und Leute, ganz ehrlich, meine Liste, die ich hier zu dem Fahrrad gemacht habe, die ist so unendlich lang. Ich könnte stundenlang davon erzählen. Aber ich wollte auf jeden Fall draußen das Video beenden bei schönem Sonnenschein und euch auf jeden Fall dazu raten, diesen Kanal schnellstmöglich zu abonnieren. Gern bei Riese Müller auf der Webseite vorbeischauen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ganz wichtig, schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein, denn dann wird eine absolut wilde, komplett verrückte, abenteuerliche, epische Tour mit dem Ding durchgezogen. Und ich freue mich, wenn ihr dann mit dabei seid. Macht es gut und bis dann. Ciao. Wofür haben wir ein Lastenrad, Leute? Alles gut. Ach Quatsch, alles gut. Ach, gar nicht, alles gut. Alles Gute wünsche ich, ne? Danke. Ciao. Ciao, ciao. Das sind doch die Vorteile vom Lastenrad, oder?